Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Sim Airport hier auf dem Spielebund-Kanal. In der letzten Folge habe ich angekündigt, dass wir das hier nochmal ein bisschen ändern müssen und das machen wir jetzt auch. Das Vorspulen hat auch erneut wieder nicht so ganz funktioniert, aber egal. Jetzt müssen wir ja noch kein Geld ausgeben, aber wir drücken jetzt mal Häuschen, denn wir müssen irgendwie hinkriegen, dass die jetzt auch hier hin können, ja. Da müssen wir hier einen Durchgang schaffen. Und eigentlich müsste diese Schlange kürzer sein. Das müssen wir jetzt mal machen. Das Problem ist aber, wir können die nicht von hinten kürzen. Ihr seht schon, das geht nicht. Sondern wir müssen das komplette Ding löschen. Das finde ich irgendwie so dumm. Das habe ich natürlich wieder andersrum gemacht. Läuft. Wir müssen es so rum machen. Und dann müssen wir mal gucken, wer weiß für was. Dann war die hier hinten dazu und die war nur für das Personal. Die Automaten scheinen ja auszureichen tatsächlich. Hier. Na komm. Und vielleicht kriegen wir das sogar auch irgendwann hin, dass wir ein reines Personal Dingsbums haben. Das heißt, Personal Passkontrolle, Personal Sicherheitsgedöns hier und dann, dass die dann irgendwie über so eine Personalebene darüber kommen. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Aber wir werden sehen, ob wir das irgendwie hinkriegen. So, dann brauchen wir wieder hier so eine Tür. Würde ich gern reinsetzen. Die Frage ist, ob wir dann hier zwei, doch hier eine und da eine oder hier eine. Dann machen wir das so. So, Sicherheitskontrolle. Dann bis hier vor. Hier können wir das ja nicht machen, ne? Dann demontieren wir die und löschen einfach die Wand daraus. Das lassen wir so drinne. Dann bauen wir das wieder nach oben. So, und wir verbinden die. Und dann geht's jetzt an die vollen. Wir müssen die zuordnen. So, wir ordnen erstmal die vorderen den hier zu. Ja, das ist ja erste Klasse und Personal. Und ab hier können wir dann quasi eigentlich kann ich hier alle zu allen zuweisen. Also die. Moment. Mal gucken. Wo geht der hin? Ach, der geht hier hin. Ja gut, ist ja egal. Dann machen wir hier weiter. Die machen wir auch noch mit, dass der dahin kann. Oder die von der ersten Klasse damit hin können. Und ab hier ist dann nur noch Economy. Das sind dann nur die. Aber ich habe doch die. Ja, das ist ja auch noch Economy. Wir haben ja, ich glaube, wir haben ja alle da oben zugeordnet. Die ersten 6, 9, 12. So. Das müsste eigentlich ausreichen, oder? Schließen. So, jetzt gucken wir mal, ob's funktioniert. Also, dann die marschieren da jetzt schon mal darüber. So, dann ist das auch schon mal ein bisschen hier entlastet. Jetzt ist da, steht da oben keiner. Wie dumm ist das denn jetzt bitte? Ach so, weil wir die nicht zugeordnet haben. Stimmt.
Stimmt. Moment. So, das erste ist hier Personal und erste Klasse. Und das... Ah, die erste Klasse ist hier auch noch, ne? Moment. Ach so. Krass, haben wir so viele ID-Checks für die erste Klasse zugeordnet. Na, hier ist was los. Die haben wir ja gar nicht zugeordnet gehabt, deswegen ist klar, dass die jetzt alle da runtergestürmt sind. Auch das werden wir hier Economy zuweisen. Das auch. Nee. Ist halt eine richtige Gefriemelarbeit hier, aber es nützt ja nichts. Zuordnen. Und dann können wir mal gucken, ob das eine oder andere dann passt. Ansonsten müssen wir da nochmal fein justieren. Ja. Schließen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob das Ganze klappt oder nicht. Ich glaube, hier oben... Das tun wir auch noch Dings zuweisen. Erste Klasse und Personal. Okay, gut. Dann haben wir die ersten beiden und hier unten die für Personal und erste Klasse. Oh, wir hätten echt das Ganze hier für Personal und erste Klasse machen können. Aber gut, das können wir doch machen. Momentan sieht es zumindest aktuell nicht so voll aus wie sonst auch immer. Sehr schön. Die haben jetzt zumindest ein bisschen mehr Zeit als sonst. So soll es ja auch sein. Der geht schon da runter. Sehr schön. Und dann verpassen die auch nicht ihren Flug. Ja, hier oben warten sie doch ein bisschen. Gut. Sehr, sehr schön. Dann haben wir das jetzt auch vollbracht. Das hier vorne drüben scheint auch zu funktionieren. Und wir werden hier unten jetzt anfangen zu löschen. So. Das kommt auch weg. Und das auch. Dann... So, die Rolltreppen haben wir schon. Das kommt auch weg. Demontieren. Da haben sie wohl ein paar reingesetzt. Das wird auch demontiert. Das auch. Das auch. Jetzt können wir die Wand löschen. Und dann kommt hier Gepäckausgabe auf das ganze Ding hier unten. Bis hier vor. Und hier machen wir dann erstmal eine... eine Barriere rein. Das wird Knicks hier unten. Und das löschen wir auch. So, dann können die benutzen. Und die fliegt jetzt erstmal raus. Und die eigentlich auch. Machen wir mal gleich. Genau. So. Naja, meckerst du rum, ich weiß. Und hier wird... erweitert. Ach, hier können wir nicht wegen dem Ding da oben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Wie hoch kommen wir denn? Ab wann? Ab, genau ab hier. Gut. Dann können wir das immer noch machen. Kommen halt nur bis hier hin. Was ja an sich nicht so schlimm ist. Hauptsache, da muss noch eine Straße durchpassen. Ja, ich würde es tatsächlich so machen.
Und dann können wir das, dann können wir das dann hier unten vielleicht auch ein bisschen anpassen. Müssen wir mal gucken. Das ist drinne, die Farbe, diese Planungsfarbe, die muss ich auch mal rauslöschen. So, ach du meine Güte, was hier alles ankommt jetzt. Krass, sehr kack, ey. Objekte, Strukturen, L. Hier, hier und hier. Ja. Genau. Und wenn wir die gleich mal richtig zuordnen. Also A1, A2, A3. Das ist jetzt A4. Genau. A5, A6. Das macht es schon richtig automatisch. A7, A8. Sehr gut. Hat die Lücken gefüllt. Hier haben wir dann 9 und... Ja, Moment. 3. Die 4 ist... Ja, gut. Sieht man wieder nicht, wieder der Bug. Der typische Bug, den wir immer, seit immer kennen. Was ich nicht verstehe, ist, warum die Toiletten nicht akzeptiert werden. Darf im Gepäck aus... In der Gepäckausgabe kein... ich mach mal so. Darf es da keine Toiletten geben? Finde ich ja irgendwie ein bisschen ulkig. Was ist denn, wenn ich die jetzt neu setze? Herrentoilette? Ach, das geht jetzt? Okay, dann machen wir das doch so. Weiß nicht warum. Auch hier buggt das Spiel halt ein bisschen rum. Damen. So. Perfekt. Jetzt gehen wir mal nach oben und setzen hier schon mal die Vorbereitung oder machen schon mal die Vorbereitung für das weitere Vorgehen. Genau, die Rolltreppen nach unten. Ich könnte natürlich auch hier an die Seite machen. Dann hätten wir hier in der Mitte mehr Platz, ne? Aber gut, jetzt machen wir das, jetzt haben wir das so angefangen, jetzt müssen wir es auch weitermachen. Der ist im Weg. Tschüss. Und das sind die im Weg. Anders geht's aber nicht. Dann setze ich die auch mit hier runter. Oder wir machen es so, ich setze den ungültig. Warum ungültig? Ach, wegen der Wand hier. Dann löschen wir das. Mal gucken. Kriegen wir das dann hier rein? Nee, das ist ja Quatsch. Wir müssen das auf die andere Seite packen. Das müssen wir auf die andere Seite packen. Rolltreppe, nee, nach oben, nach unten wollen wir, nach unten. Wir müssen es halt jetzt hier so reinmachen, ne? Oder wir machen das einfach trotzdem jetzt so hin und verändern die dann. Das kann man ja löschen, brauchen wir ja nicht mehr. Und die Treppe, muss man mal gucken, ob ich die nicht doch dann woanders hinsetzen kann. Okay. Dann machen wir hier wieder unsere Wand rein. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig. Das müssen wir demontieren. So. Genau, und wir müssen das hier genau seitengleich machen wie unten auch. Das heißt, die ersten drei löschen wir raus. Ja, und die Rolltreppe müssen wir echt mal überlegen, ob wir die nicht doch woanders hinsetzen. Das müssen wir generell hier alles jetzt demontieren. Das passt ja dann jetzt gar nicht mehr. Warte mal, ich mache mal das hier. Wieder per Hand machen. Bisschen lästig, aber egal. Der Blumenkübel. So, da
können wir wieder das nehmen. Jetzt hat sie auch irgendwie funktioniert, aber eben doch nicht ganz. Mit Abreißen geht's auch nicht, ne? Bereichsverkauf. Ich kann hier Bereiche verkaufen, oder was? Ach, ist ja witzig. Ich mach das jetzt mal hier. Das geht aber nicht. Das geht nicht. Gut. Das ist jetzt noch offen. Alles wieder weg, was wir so schön hier errichtet haben. Aber was soll's. Das sage ich voller Stolz. Also Sänger werde ich auch nicht mehr in diesem Leben. So. Jetzt müssen wir das natürlich so machen, wie hier drüben auch. Komfort. Wir haben genommen 4er Sitze mit einer 2er. Hier habe ich es nicht so gemacht. Wir machen das mal so, wie ich es da gemacht habe. Ah, da könnt ihr euch wieder hinpflanzen. Ach so. Ich habe das ja. Ich verstehe. Ich verstehe die Problematik. Die müssen wieder weg. Tut mir sorry. Das muss weg für die Deko. Deko kommt dann. Ja, hier hin. Beziehungsweise dann lassen wir das hier vorne frei. Für. Ihm hier. Hier den tollen Kaktus. Genau. Jetzt kommen wir wieder Boarding-Gedöns. Nehmen wir wieder Lufthansa, ist doch egal. Kommt hier rein. Deko. Dieses geschwungene. Ach, das kann ich gar nicht. Das kommt hier rein. Und dann wieder Operation, diese Self-Dinger da. Wenn ihr sie auf Anhieb findet, da sind sie doch. Genau. So, zuordnen zu dem, dem, dem und dem. Dann zu dem. Und das war's ja erstmal, ne? Wissen wir mehr jetzt, ach hier, schließen. Brauchen wir denn Personal? Haben wir. Wir haben mehr als genug vorhanden. Es ist alles vorhanden. Gut. Dann machen wir das doch hier drüben nochmal so weiter. Noch einmal. Noch einmal darf's. Mal gucken, dass ich hier auch richtig bin. Jawohl. Ach, hier haben wir auch einen Tickets-Kiosk. Achso, den haben wir hier unten stehen. Ach, ich bin aber auch. Hier. Ne? Und zuordnen zu. Dem, 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 dem. Und dem. Das war zu weit drinne. Deko. Dann das hier vorne hin. Komfort. Schnubbelbubbel. Ja, freut ihr euch, ne? Endlich wieder was zum Sitzen. Deko. Auch hier. Obwohl, wir könnten eigentlich links und rechts jeweils Platz lassen. Ach, egal. Egal. So, der Monitor, der ist hier. Da bin ich natürlich falsch gesetzt. Da war die Hand schneller als das Spiel. So und so. Jawohl. Und das gleiche machen wir hier auch nochmal.
weil es so schön war. Schnuck, schnuck, schnuckel. Hier, dich setzen wir hier hin. Ja, du bist jetzt gerade im Weg hier. Da bist du jetzt gerade im Weg, du tolle Treppe. Ach, hier haben wir gar nicht mehr so viel Platz, ne? Dann läuft das jetzt so und Zweierbestuhlung. Und auch hier... Obwohl, hier können wir eigentlich auf Deko verzichten, finde ich. Ach nee, Moment. Machen wir halt noch einen Dreier hin. Es geht doch nichts gegen Dreier. Stuhlbestuhlung. So, zuordnen. Schnuppel, Schnuppel, Schnuppel und Schnuppel und Schnuppel. Dann haben wir die schon mal jetzt zugeordnet. Die Treppe ist natürlich jetzt ein bisschen... Ich muss mal Pause machen. Die Treppe ist jetzt uns im Wege. Treppe nach... Rolltreppe nach unten. Ja, die könnten wir natürlich jetzt hier hinsetzen. Da ist aber... Da sind die Bänke. Die Bänke müssen weg. Verschwindet... Ihr habt nichts zu sitzen hier. Das darf nicht sein. Also gut, die Treppen hier. Lassen wir dem mal so eine Zweier-Dingsbums frei. Das müsste doch ausreichend sein, ne? Dann mach, oder wir machen es so, mittig. Das da unten kommt ja weg. Ja, so machen wir das. Genau hierhin. Dann demontieren wir das. Dann können wir da unsere Wand reinpacken. Und hier wieder unsere Deko. Das Spiel macht ganz schön was mit uns hier, ne? Und die Wand, dem wird auch demontiert. Und die auch. Und dann ist das mittig und perfekt. Und alle haben was davon. Gille. Das kommt auch weg. Dafür kommt das hin. Die alten Potte hier kommen weg hier. Die werden erneuert. So, habe ich auch zugewiesen? Jawohl. Perfekt. Dann haben wir es doch schon mal. Also hier müssen wir jetzt natürlich... Die müssen wir demontieren. Macht Platz für die Deko. Wir machen, da kommen ja noch mal Bänke hin. Ich kann es nicht jetzt. Ja, eben hat es. Nee, will nicht. Jetzt. Meine Güte. Ich könnte es ja auch mit dem Tool machen, ne? Aber irgendwie. Naja. Komfort Deko. Da haben wir es wieder. Und das hier brauchen wir. Wäre irgendwie schöner, wenn wir das hier mit dem Ding abschließen. Achso, wir machen da noch bei Bänke hin. Alles klar. Hat sich erledigt. So, Schnuppel, Schnuppel, Buppel. Was haben wir wieder hier die anderen zur Verfügung? Genau. Kommt vor, jetzt kommen wieder hier diese Lederbänke hin. Dann haben wir eine Dreierbestuhlung außen. Können wir hier auch schon mal dran machen. Da hinten nicht. Und ein Zweiersitz hier an den Anfang. Jawohl. Mülleimer. Haben wir so ein Zweierding drin, ne? Oder wir nehmen nicht, so ein... Oder wir nehmen jetzt einfach den hier. Nee, ne? Wollen wir nicht. Wir wollen den fancy großen... Recycling-Bin haben. Na gut. So, Deko. Da kommen diese Bildschirme kommen auch wieder hier hin. Ach so. Hier drinne. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen anders gemacht, aber es ist jetzt erstmal noch egal. Komfort. Hier fehlen auch noch ein Stuhl. Und der
Recycling. Wo ist er? Da ist er. Darnay. Und können wir das hier reinstellen? Schade. Es wäre cool, wenn wir das hier in die Lücke reinstellen können, aber es ist, ja. Man will, also das wäre schon richtig cool. Aber gut. So, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Hoppala, jetzt habe ich schon das gemacht. Wir haben einiges erreicht. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, hier bei Sim Airport. Macht's gut. Ciao.